Eine Fahrt mit dem Elektrofahrrad sollen in Zukunft mehr Salzburger genießen können. 30 Millionen Euro investiert die Salzburger AG in den nächsten 3 Jahren in Elektrofahrräder und Stromtankstellen. Auch Elektroautos wird es bald geben. Einen Zuschuss von 1,8 Millionen Euro bekommt man vom Klima- und Energiefonds, der Salzburg als Modellregion für Elektromobilität auszeichnete. Direkt hereinspielen würde man die 30 Millionen nicht können. Für die Salzburger AG ist diese Summe eine Investition in die Zukunft. Wir sehen es auch unsere Verpflichtung an, dass wir hier einen Beitrag zum Klimaschutz leisten wollen. Wir sehen das als Verpflichtung des Unternehmens und wir werden natürlich diese ersten Investitionen aus dem Hause der Salzburger AG tätigen, aber wir sehen mit Elektromobilität ein Zusatz oder ein Zusatzgeschäftsfeld natürlich und wir stehen am Anfang eines großen Megatrends. Seit 2009 gibt es in Salzburg das Modell Electro-Drive, bei dem man ab 34 Euro monatlich ein Elektro-Zweirad leasen kann. 300 der Fahrzeuge hatte man damals angeschafft. Nach einem halben Jahr waren sie vergriffen. Die Nachfrage ist sehr groß. Für diese Fahrzeuge, wir haben sogar im Herbst einen kleinen Lieferengpass gehabt, weil eben die Nachfrage so groß ist und sehr viele Leute eben unsere Zweiräder unbedingt haben möchten. 1000 Elektroautos und 1000 Elektro-Zweiräder will die Salzburger AG nun kaufen. So günstig wie die Fahrräder werden die Autos aber nicht zu haben sein. Es wird einige hundert Euros kosten. Wir werden auch hier bei den Autos natürlich nur Autos, die serienmäßig gefertigt sind, mit den entsprechenden Garantien und Sicherheiten dem Kunden anbieten. Und wir werden auch ein Gesamtpaket machen, bestehend aus dem Fahrzeug. Wir werden die entsprechende Ladeinfrastruktur zur Verfügung stellen. Und wir werden auch den Strom aus erneuerbarer Energie für diese Fahrzeuge zur Verfügung stellen. Das Stromnetz dürfte durch die neuen Fahrzeuge übrigens nicht stark belastet werden. Die 1950 zusätzlichen Fahrzeuge bedeuten einen Stromzuwachs von 0,5 Promille. Der wird mit 2 Photovoltaikanlagen und 2 Biogaskraftwerken abgedeckt.